Hallihallo liebe Volleyballer, aber auch vielleicht Fußballer, Handballer, Basketballer oder Skifahrer, weil ich hoffe, es schauen uns ganz viele Sportler in dieser Zeit an. Wir trainieren schon das zweite Mal, das letzte Mal in der Woche. Das heißt, wir trainieren schon zwei Wochen. Das ist unglaublich. Jeden Tag ein Training. Für heute braucht mein Tee. Du brauchst eine möglichst lange und gerade Linie. Unsere war ca. 6 Meter lang. Die Regeln sind gleich wie bei dem Stiegentraining vorgestern. 5 Runden von jeder Übung. Wir beginnen mit Sprints. Als nächstes beidbeinig hin und her springen. Ab jetzt darf man auf die Linie nicht mehr steigen. Das gleiche, aber jetzt seitlich. Du springst immer über die Linie, vorwärts und rückwärts. Und dabei bewegst du dich seitlich nach links 5 Runden und nach rechts auch 5 Runden. Probier mal das gleiche noch einmal mit Klatschen. Du springst nach vorne, klatschst du vor dem Körper. Du springst nach hinten, klatschst du hinter dem Körper. Umgekehrt. Du bist vorne, klatschst du hinten. Du bist hinten, klatschst du vorne. Und die letzte Übung, die wahrscheinlich schon jeder kennt. Wir bewegen uns immer seitlich und kommen mit dem linken Fuß nach vorne, rechten Fuß nach vorne, linken Fuß nach hinten, rechten Fuß nach hinten. Und das gleiche von der anderen Seite mit dem umgekehrten Schritt. Rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts, links. Ein Ballkontakt, der Ball darf aufkommen, nur mit einer Hand. Jetzt probierst du immer im Bagger zu spielen. Wir wünschen euch ein mega cooles Wochenende. Bleibt sportlich, spielt Volleyball, spielt Fußball, egal, bewegt euch zu Hause. Switchen! Version für die Kleinen. Der Ball wird immer mit beiden Händen geworfen und muss immer einmal im Feld aufkommen. Immer ein Wurf von unten.